Hallo und herzlich willkommen bei CatPlace. Ich bin heute hier in Augsburg auf dem Industrieforum von Cardenas und mein Gesprächspartner ist Herr Heimbach. Herr Heimbach ist Geschäftsführer von Cardenas. Hallo Herr Heimbach, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Guten Tag auch an die Leser und Interessenten von CatPlace. Hallo. Die erste Frage mal vorweg. Vielleicht stellen Sie sich am besten kurz selbst vor. Wer ist Cardenas? Was macht Cardenas und wer ist Ihre Zielgruppe? Ja, Cardenas, das Wort Cardenas selber kommt aus dem Spanischen, bedeutet Prozessketten. Seit Beginn, als wir die Firma gegründet haben, war für uns im Fokus, dass wir Prozesse analysieren, dass wir Prozesse optimieren. Cardenas ist mittlerweile knapp 20 Jahre auf dem Markt. Ich bin für strategisches Management bei Cardenas zuständig. Okay. Jetzt sind wir hier natürlich auf dem Industrieforum, habe es ja schon kurz angesprochen. Das 12. Jahr schon, das heißt, diese Veranstaltung hat sich etabliert. Woran machen Sie diesen Erfolg messbar oder ja, warum sind die Leute immer wieder bereit, auch weitere Wege hier auf so eine Veranstaltung zu gehen? Ja, für uns in Deutschland ist das Industrieforum immer mit Abstand die wichtigste Veranstaltung in jedem Jahr. Gegründet wurde das Industrieforum, um Hersteller von Komponenten mit Abnehmern von Komponenten zusammenzubringen. Wichtig ist für uns auch, dass wir immer einen ausgewogenen Anteil an Kunden und Interessenten da haben. Die Kunden berichten von interessanten Projekten, die Interessenten bekommen Informationen. Es gibt auch eine Abendveranstaltung, wo sie einfach mal ungefiltert miteinander sprechen können, wo sie Erfahrungen austauschen können. Jetzt haben ja viele Firmen sich in den letzten Jahren beklagt in der Wirtschaftskrise. Wie ist es Ihnen da ergangen? Wie sind Sie durch die Wirtschaftskrise gekommen? Wie haben Sie möglicherweise sogar davon profitiert? Ja, ich meine, natürlich war es bei uns auch ruhiger, wie es bei vielen anderen Unternehmen ruhiger war. Wobei, wir haben es so weit genutzt, wir hatten keinen einzigen Tag Kurzarbeit oder irgendwo Reduzierung. Die Leute mussten nicht früher Urlaub nehmen, sondern konnten also ganz normal arbeiten. Dadurch, dass natürlich der Markt nicht so unter Stress war, konnten wir natürlich in Ruhe arbeiten. Wir haben viele Erweiterungen, Neuerungen entwickelt, sodass wir einfach sagen können, wir gehen sogar gestärkt aus der Krise raus, sind mit unserem Produktportfolio auf dem neuesten Stand, haben viele Erweiterungen, Neuerungen, viel Nutzen reingebracht. Okay. Sie haben es angesprochen, Produktportfolio. Wenn ich das so alles in der richtigen Erinnerung habe, dann gibt es bei Ihnen die Produkte E-Katalog, Part Server und Part Community. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, wo da die Unterschiede liegen und wo die Strategie der einzelnen Produkte liegt? Gut, Part Solutions ist unser strategisches Teilemanagement. Was ist strategisches Teilemanagement? Da geht es darum, Komponenten, möglichst wenige Komponenten auf Lager zu haben, möglichst Komponenten wiederzuverwenden. Es geht auch darum, dass der Einkauf und das Engineering mit zusammenarbeitet. Hier geht es um den Begriff Purchasing. Purchasing, also Purchase und Engineering arbeiten eng zusammen. Damit eine Basis an Kaufteilen für Einkäufer und Ingenieure da sind, dient das Produkt E-Catalog Solution. Mit diesem Produkt werden die Komponentenkataloge aufgebaut, werden sie auch publiziert. Beim Publizieren kommt dann Part Community ins Gespräch. Hier betreiben wir sehr, sehr viele vertikale Marktplätze und haben die Möglichkeit, ca. 6 Millionen Ingenieure weltweit, die immer wieder auf diese Seiten schauen, unseren Komponentenherstellern als Verbreitungsmedium zu bringen. Okay. Vielleicht abschließende Frage. Können Sie einen Ausblick geben Ihren Usern? Wo geht die Entwicklung noch hin? Was können Ihre User noch erwarten in diesem Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr? Gut, wie gesagt, im strategischen Teilemanagement ist der Hauptfokus in der Form Einkäufer und Ingenieure stärker zusammenarbeiten zu lassen. Da ist ein Graben zwischen oft diesen Parteien und unser Ziel ist es, dass die auch Hand in Hand gehen, dass sie mehr und mehr voneinander von ihrer Arbeit profitieren. Was gibt es an Neuem? Revolutionär finde ich unsere Topologiesuche. Topologiesuche heißt, dass ich eigentlich in Zukunft gar nicht mehr klassifizieren muss, sondern anhand einer automatischen Parametererkennung kann ich nach allen wichtigen Parametern eines Teiles suchen, finde hier Eigenteile, Kaufteile viel schneller wieder und profitiere natürlich dadurch, habe Nutzen an geringeren Kosten, dadurch, dass ich Teile wiederverwende. Im elektronischen Katalogbereich oder in dem Web-Umfeld bieten wir eine neue Architektur an. Die neue Architektur ermöglicht nicht nur den Download von Komponenten,
sondern auch beliebig viele Informationsquellen können da drinnen aufgenommen werden. Und wir sagen eigentlich mittlerweile interaktives Lexikon. Es liefert alle wichtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen. Sehr schön. Ich denke, das waren alles sehr interessante Informationen, auch für unsere Leser und Zuhörer bei CatPlace. Und ich bedanke mich für das Gespräch und für den Besuch hier und würde sagen, alle weiteren Informationen bei Cadenas und bei CatPlace. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Deck, für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank an die Leser und Besucher. Und tschüss.